Ich habe die Gummibärchen dabei. Ich wollte sie eigentlich schon vor 4 Wochen mitbringen. Vor 4 Wochen habe ich sie vergessen zu Hause. Und dann saß ich abends da. Und ich hatte sonst nichts zu Hause zu essen. Und dann stand da so eine Box, ja. Sie können nicht widerstehen. Ja, und dann habe ich sie 2 Wochen lang gegessen. Und dann habe ich die nächste Box gekauft, die ich letzte Woche wieder vergessen habe. Na gut, dann bringe ich sie nächste Woche wieder mit. ich bewahre sie im Büro auf. Ich gebe sie der Sekretärin. Bitte wegschließen. Okay. Okay, jetzt legen wir gleich wieder los. Bitte werden Sie ruhig. Ich muss das mit dem Hypnotisieren noch ein bisschen üben, finde ich. Ja? Sie werden ruhig, ganz ruhig. Denken Sie an etwas Schönes, ein schönes Erlebnis. Einen Strand, weites Meer. Okay. So, jetzt denken wir an Teilermengen. Ich habe Ihnen ja letzte Woche gesagt, dass wir uns jetzt einige Zeit lang mit der Teilbarkeitsrelation beschäftigen, mit Teilermengen, Primzahlen, Primfaktorzerlegung, größter gemeinsamer Teiler, etc. pp. Das zählt alles zum selben Gebiet und es geht letztlich um eine Strukturierung der natürlichen Zahlen anhand der Multiplikation. Bislang haben wir die Strukturierung der natürlichen Zahlen im Wesentlichen kennengelernt anhand der Addition, wenn Sie so wollen, dass man immer plus 1 dazu gezählt hat, den Nachfolger gebildet hat. Jetzt geht es um die multiplikative Struktur der natürlichen Zahlen und damit werden wir uns heute befassen. Wir werden heute einen ganz wesentlichen Satz kennenlernen, nämlich den Hauptsatz der elementaren Zahlentheorie. Das ist ein ganz wichtiger Satz und ist vermutlich auch der größte Beweis, den wir überhaupt durchführen werden im Rahmen der Veranstaltung. Weil der Satz so grundlegend ist. Können Sie sich vorstellen, ne? Elementare Zahlentheorie heißt irgendwie Basis und dann ist es noch der Hauptsatz der elementaren Zahlentheorie, das heißt, es ist so ziemlich das Wesentlichste bezüglich der multiplikativen Struktur der natürlichen Zahlen. Okay, so und bevor wir uns damit beschäftigen können, brauchen wir noch ein paar weitere Begriffe und die führe ich jetzt ein. Als erstes brauchen wir mal den Begriff der Teilermenge. Teilermenge. So. Was ist eine Teilermenge? Ich definiere Ihnen das mal. Teilermenge. Die Menge TA, ich bezeichne die Teilermenge mal mit dem Buchstaben groß T und die Teilermenge ist abhängig von einer natürlichen Zahl A, deswegen schreibe ich hier die Teilermenge von A ist gleich alle natürlichen Zahlen, für die folgendes gilt, x teilt a. Diese Menge heißt Teilermenge von a. Wir haben die Teilbarkeitsrelation ja definiert auf den ganzen Zahlen, weil man das auf den ganzen Zahlen definieren kann. Es ist nicht einzusehen, warum man es auf die natürlichen Zahlen machen sollte, wenn es auch mit den ganzen Zahlen funktioniert. Die Teilermenge aber, die berücksichtigt nur die positiven ganzen Zahlen.
Also die natürlichen Zahlen. Ah, ich brauche mal einen Schluck Kaffee. Das ist immer, wissen Sie, das ist wirklich schrecklich, dass diese Veranstaltung auf dienstags 8.15 Uhr festgelegt ist. Wer denkt sich sowas aus? Ja? Da sitzen Sie abends noch vorm Computer, ne? Dann ist es am Computer so interessant, dann kommen Sie erst um 1 ins Bett und so und dann müssen Sie um 6 wieder aufstehen. Ja, ja. So. Wir haben doch keine Zeit. Okay. Wie bildet man die Teilermenge einer Zahl? Nehmen wir mal ein Beispiel, oder? Wir bilden mal t von 12. Welche Zahlen sind alle in der Teilermenge von 12? Auf, los geht's. 1, ja. 2, 3, 4, 5, 6. Moment, stopp. So geht es aber nicht. Wo kommen Sie denn jetzt alle her? Ist doch jetzt bestimmt schon 20 Minuten nach Vorlesungsbeginn, oder? Ja, ne? Bitte? Sie mussten tanken. Ah ja, na. Ja, ja, heute ist ja gar nicht Montagvormittag. Bitte? Kind in den Kindergarten bringen, ja, ja. Also gut, Sie sind entschuldigt. Ach Leute, heute komme ich irgendwie nicht in die Gänge. Okay. Ja, wie geht's weiter? Machen Sie mal weiter. Kommen Sie. Ja. Nee, komm. 6 und 12. Okay. So, sagen Sie mir mal, wie Sie jetzt auf die 6 gekommen sind. An der Stelle, da haben Sie erstmal einen Moment gezögert, gell? Wie sind Sie drauf gekommen? Richtig, genau. Komplementärteiler. Ne? Also wenn man mal einen Teiler gefunden hat, machen wir es mal so, wenn man mal einen Teiler gefunden hat, hat man auch schon den anderen, hat man schon einen zweiten, ne? Nämlich immer gerade den Komplementärteiler. Wenn ich die 2 habe, habe ich die 6, wenn ich die 3 habe, habe ich die 4. So, fertig. Teilermengenbestimmung. Ist klar, oder? Brauchen wir nicht mehr weitermachen. Okay. Dann definieren wir uns gleich mal was Zweites. Nämlich, wir definieren uns mal, was ist eine Primzahl? Moment, ich will Sie gar nicht fragen. Ich will nur, dass Sie ruhig werden. Hat jemand noch eine Frage dazu? Ja? Warum ist jetzt 4 der Genau. Die 3 teilt die 12. Wie haben wir teilt definiert? 3 teilt 12. Genau dann, wenn eine weitere Zahl existiert, sodass 3 mal dieser Zahl gleich 12 ist. Und diese Zahl heißt Komplementärteiler. Ja. Primzahl. Was ist eine Primzahl? Eine Zahl. N, Element der natürlichen Zahlen. Heißt Primzahl. Und ich definiere es jetzt mal anders als im Buch. Genau dann, wenn, ich habe jetzt mal Lust, es anders zu definieren, die Mächtigkeit der Teilermenge von n gleich 2 ist. Eine Zahl heißt Primzahl genau dann, wenn sie genau 2 Teiler hat, nämlich die beiden Trivialteiler, die jede Zahl hat, 1 und sich selbst. Eine Primzahl hat genau die Trivialteile, 1 und sich selbst, und zwar genau 2. Genau 2 ist deswegen wichtig, weil wir nicht wollen, dass die 1 eine Primzahl ist. Die 1 ist keine Primzahl.
Wenn wir jetzt einfach sagen würden, und das wird häufig falsch gemacht, eine Primzahl ist eine Zahl, die durch 1 und durch sich selbst teilbar ist, dann wäre die 1 auch eine Primzahl. Die 1 ist ja durch 1 und durch sich selber teilbar. Deswegen muss man noch verlangen, dass es genau 2 Teiler sind. Die 1 hat ja nur einen Teiler. Okay, eine Zahl n, Element n heißt Primzahl, genau dann, wenn die Mächtigkeit der Teilermenge dieser Zahl gleich 2 ist. Die Menge aller Primzahlen bezeichnen wir mit P. So. Na gut, jetzt kann man mal anfangen, die aufzuschreiben, wenn man will. Ne? P ist gleich 2, ist die kleinste Primzahl. Und 2 ist auch gleichzeitig die einzige gerade Primzahl. Weil jede andere gerade Zahl ist durch 2 teilbar. Außer 1 und durch sich selbst, mindestens mal. Die 2 ist die einzige gerade Primzahl. Dann geht es weiter mit 3, 5, 7, 11, sehr gut, 13, 17, 19, ja genau. Wer hat 21 gesagt? Ach so, gut. Und so weiter. Naja, gut. So. Wie viele Primzahlen gibt's? Unendlich viele wissen Sie schon. Okay, gut. Können Sie also gar nicht alle aufschreiben, ne? Okay, ach so, vielleicht noch ein wichtiger Hinweis für Sie, weil Sie alle Lehrerinnen und Lehrer werden. Ganz wichtig. Wann kommt der Doppelstrich bei Mengenbezeichnungen hin? Aufgepasst. Den Doppelstrich verwendet man bei Mengen, die man ganz bestimmte Mengen bezeichnen. Die natürlichen Zahlen beispielsweise, die bezeichnen eine ganz bestimmte Menge, nämlich die Menge der natürlichen Zahlen. Diese Menge wird mit n bezeichnet und die erhält einen Doppelstrich. Genauso wie z, q, r, die komplexen Zahlen oder von mir aus auch die Primzahlen. Das wird häufig falsch gemacht, weil es ausgeweitet wird auf alle möglichen anderen Mengen. Wenn Sie zum Beispiel mit Funktionen arbeiten, dann wird die Definitionsmenge so bezeichnet. Nicht machen. Die Definitionsmenge kann ja alles Mögliche sein. Das ist keine speziell ausgezeichnete Menge. Definitionsmenge macht man so. Genauso bei Linie, bei Gleichungssystemen. Wenn Sie lineare Gleichungssysteme lösen, wird die Lösungsmenge häufig so bezeichnet. Ja, ne? Ist aber Quatsch. So. Das ist die Lösungsmenge, weil die kann ja auch sehr abhängig vom Gleichungssystem. Ja? Irgendwie hat sich das so eingeschliffen, dass man das so macht mit diesem Doppelding. Aber das ist Quatsch. Mengen bezeichnet man normalerweise mit einfachen, großen Buchstaben. Nur die speziellen Zahlbereiche oder spezielle Zahlenmengen, die bezeichnet man mit doppelten Strichen. Okay.